Hey und herzlich willkommen zu meinen Thumbcraft Tutorials. Heute wollte ich euch mal ein winzig kleines Tutorial noch nachschieben. Und zwar wollte ich mal eben schnell diese kleine Tasche hier machen. Denn die ist, wie ich finde, ganz praktisch, insbesondere wenn wir dann jetzt anfangen, noch mehr Foki zu machen. Ich meine, schon drei spammen das Inventar ziemlich zu. Und wenn dann noch mehr dazu kommen, dann wird das irgendwann ziemlich unübersichtlich. Und ja, darum wollte ich das mal eben machen. Ist an sich eigentlich nicht wirklich kompliziert. Die Research halt auch einfach nur mit draufklicken, wenn man genug Aspekte hat. Und ja, würde ich sagen, machen wir das mal kurz. Ja, ansonsten eigentlich ziemlich simpel, ist wieder nur eine, also nur was zum Craften. Wir müssen jetzt mal eben gucken, ob ich genug Leder habe. Drei Stück. Sieht mir nicht nach genügend aus. Aber dann kann ich ja meine schönen Foki mal ausprobieren und ein paar Kühe schlachten. Das ist doch wichtig. Ich bin nämlich eigentlich so ein recht großer Feuerfreund, was das angeht. Ich nehme mal nicht meine eigene Kuh, so wie letztes Mal. Das war nämlich eigentlich nicht so intelligent. Uhu, da brennt sie. Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen fies. Warum bist du nicht gestorben? So, da. Habe ich sogar schön gebratenes Steak bekommen. Ansonsten können wir ja auch mal den Schock ausprobieren. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht am lebenden Objekt quasi getestet. Wo ist denn die Kuh? Hallo? Müsste doch irgendwo eine Kuh sein. Ich habe auch eben eine Kuh gehört. Sind die irgendwie unter uns oder so? Diese kleinen Viecher finde ich immer lustig. Wo sind denn die ganzen Kühe hin? Da sind Schafe. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein Wie töte ich Kühe und wie finde ich Kühe Tutorial. Bevor ich dann tatsächlich dazu komme, diese komische Tasche zu machen. Was man ansonsten noch dazu sagen kann, wo ist diese Kuh? Da. Ihr habt da ja diesen Belt in der Mitte gesehen. Strange Whispers. Diesen hier. Den kann man sich entweder selber basteln. Eben auch aus Leder und Gold. Oder man kann den oftmals finden in verschiedenen, in Kisten. Eigentlich so ziemlich überall. Hauptsächlich auch in der Wüste. Also bei diesen komischen Pyramiden und sowas. Ansonsten so ziemlich überall, was von Thumbcraft quasi reingebracht wurde. Also so Dungeons mit bösen Notes und sowas, da ist man eigentlich immer gut dabei. Meiner Meinung nach findet man diese Teile viel zu oft. Also man hat dann irgendwie alle Kisten voll mit diesen komischen Belts und den komischen kleinen Ringen und allem, was da so dazugehört. Also von daher guckt erstmal durch eure Kisten, bevor ihr euch einen neuen macht. Nicht, dass ihr da irgendwie schon 20 von habt und dann trotzdem irgendwie Gold und Leder daran verschwendet, da noch mehr Neues zu machen. Wie viel Leder brauche ich denn überhaupt? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann brauche ich noch zwei Stück. Vielleicht töte ich doch tatsächlich meine eigene Kuh. Weil ich eigentlich jetzt nicht so viel Lust habe, hier noch durch die Gegend zu rennen. Ah, sind sogar zwei Leder rausgekommen. Von den Bells, genau. Ich habe schon sehr viel gelootet, was so Kisten angeht und so. Also von den Bells habe ich genügend. Ja, und dann noch ein Gold, genau. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal schnell. So. Ach so, ja. Ich habe natürlich meinen Zauberstab
nicht voll. Nehmen wir mal den hier. Achso, ja, man kann natürlich auch mit Foki den Zauberstab dann wieder in den Crafting Table legen. Also der funktioniert immer noch genauso, auch wenn er einen Fokus drauf hat oben. Genau, dann ein bisschen Magie reintun. Das Rezept. Und dann hat man so eine Fokustasche. Und jetzt können wir die Foki da einfach so reinlegen. Können wir also quasi so benutzen wie so einen Rucksack. Und das ist ganz cool. Weil jetzt findet er auf jeden Fall die Sachen in der Tasche auch. Wir können jetzt mal einen anderen aussuchen. Und dann wird der andere Fokus auch wieder in die Tasche zurückgelegt. Also wir können es quasi einfach als Rucksack für unsere Foki benutzen und können dann auf alle Foki zugreifen immer. Solange natürlich der Rucksack in unserem Inventar ist. Ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen, damit wir da so ein bisschen aufräumen können und nicht total unser Inventar mit Foki zu spammen. Und ja, dann kann ich euch beim nächsten Mal die so ein paar von den anderen Foki zeigen, die wir dann noch machen können. Können wir dann alles schön da reinlegen und dann ist das auch alles schön ordentlich. Ja, viel Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!